hier ist wieder Mariana vom Jungen Theater in Regensburg. Ich habe euch letzte Woche ja gebeten, mir ein Bild vom Land der verlorenen Dinge zu schicken, in das Frieda und der Nein-Ja-Ritter reisen, um ihre Sachen wiederzufinden. Und eine super Einsendung hat mich erreicht von Salome aus Regensburg. Sie hat mir dieses Bild gemalt. Und da finden wir zum Beispiel eine Tasche drauf, ein Buch oder Schlüssel. Eine Schere und Stifte. Und das Besondere an dem Bild ist, die haben alle kleine Füßchen, die Dinge. Warte mal, ich habe doch letztens auch was. Ich könnte euch mitnehmen auf die Suche nach... Nee, kann ich nicht, weil ich bin heute gar nicht dran. Heute ist Marcel dran, weil, wie ihr wisst, besteht das Junge Theater ja nicht nur aus einer Schauspielerin, sondern aus vier. Und diese vier sind Peter Blum, Marcel Klein und Michael Zehntner und Mariana McAven. Und heute ist Marcel dran und der möchte euch eine Geschichte erzählen. Also Bühne frei für Marcel Klein. Aufwachen, Karl. Ich bin's, dein Bruder Jonathan. Du Schlafmütze verpennst ja noch das ganze Abenteuer. Du bist in Nangiala. Ja, du hast es tatsächlich hierher geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Das hier ist unser Reiterhof im Kirschtal. Und hinten im Stall, da wartet dein Pferd auf dich. Fiala. Ja, du hast wirklich ein eigenes Pferd. Ohne Pferd kommt man hier nicht weit. Ich will dich unbedingt meinen Freunden im Wirtshaus vorstellen. Sie sollen alle meinen Bruder Karl Löwenherz kennenlernen. Komm mit! Das ist Nangiala. Ist es nicht schön? Aber jetzt ab aufs Pferd und los geht's! Schau mal, hier rechts die Kirschblüten. Und da hinten die Bäche und Wasserfälle. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und da hinten ist auch schon das Wirtshaus. Der goldene Hahn. Hör zu, Karl. Du wirst für einige Zeit alleine hier auf dem Reiterhof bleiben müssen. Ich muss gegen das Böse in Kamanyaka kämpfen. Zuerst muss ich aber ins Heckenrossental und mich dort dem Widerstand anschließen. Ich komme wieder. Versprochen. Du schwingst dich auf Fiala, dein Pferd, und los geht's! Vorbei an den Kirschbäumen und den Wasserfällen, vorbei am goldenen Hahn und zu den verworrenen Pfaden, die durch die Berge führen, die Berge, die das Kirschtal vom Heckenrosental trennen. Du bist zwar vorsichtig, doch leider entdecken dich die Soldaten Feder und Kader, die Tengil dienen, eurem Feind in Kamanyaka. Sie erzählen von einem Ungeheuer, das Katla heißt,
und davon, dass Tengil alle Bewohner Nangialas zu Sklaven machen will. Du bist vor Angst gelähmt. Aber manchmal muss man etwas tun, auch wenn es gefährlich ist, sonst... Und das hast du von mir gelernt. Ist man kein Mensch, sondern nur ein Häufchen Dreck. Und tatsächlich gelingt es dir, durch einen geschickten Trick die Soldaten davon zu überzeugen, dich ins Heckenrosental zu bringen. Zu Matthias, deinem Großvater. Tengil, O Tengil, ja. O Tengil, Tengil, O Tengil, ja. Du hast es geschafft, Karl. Du hast dich bis zu unserem geheimen Treffpunkt durchgeschlagen. Jetzt müssen wir uns aber auf den Weg machen, um Orva aus dem Gefängnis zu befreien. Hüa! Wir müssen über den Katlerberg im Osten! Wir haben Orva. Mit ihm und den Widerstandskämpfern aus dem Heckenrosental an unserer Seite stehen unsere Chancen gar nicht schlecht, Karl. Nur Katla macht mir Sorgen, Tengils Ungeheuer. Sie ist ein Drachenweibchen und Waffen haben auf sie keine Wirkung. Das ist deine Chance zu Hause. Hilf mir. Und mal mir bis nächste Woche, wie du dir das Drachenweibchen Katla vorstellst und wie du und ich sie besiegen können. Zum Schluss geht jetzt noch ein großer Dank an Astrid Lindgren, Christian Schönfelder und den Oettinger Verlag sowie den Verlag für Kindertheater für die freundliche Genehmigung der Textgrundlagen als Inspiration für dieses Video. Und hoffentlich bis nächste Woche. Bis dahin, tschüss!